Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Wir spielen, nachdem wir letzte Woche ja die Division Rösselsprung nochmal gespielt haben, werfen wir heute nochmal einen Blick auf die NOV, also die alliierte Division aus dem letzten DLC, also die jugoslawische Befreiungsarmee, unabhängige, also irgendjemand hat es beim ersten Video drunter geschrieben, wie die heißen. Die jugoslawischen Partisanen rund um Tito. Und wir gucken mal, wie wir uns hier heute schlagen können. Die Map kennen wir allerdings, glaube ich, primär gespielt von der anderen Seite. Ist aber grundsätzlich nicht so schlimm. Wir haben halt die Herausforderung, dass wir relativ wenig wirklich Panzer haben. Und wir also eher gucken müssen, dass wir, naja, die Infanterie arbeiten lassen. Was zugegebenermaßen nicht immer so einfach ist. Wir müssen jetzt hier mal gucken, wie wir die Scouts aufstellen. So, ansonsten auch noch ein Scout hier hoch. Die Mitte wird auf jeden Fall gut umkämpft sein. Die müssen wir uns auf jeden Fall sichern. So. Das wird auf jeden Fall tricky, weil die hier vorne rum müssen. Und hier diese Kreuzung, der Kreuzungsbereich könnte tricky werden. Mal gucken, ob die das hinkriegen oder ob wir da schon rausgeschossen werden. Ansonsten einen Offizier schicken wir hier auch mit, wobei wir den tatsächlich mal außen rum schicken. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob er dann von hier drüben, wenn die hier reinfahren, rausgeschossen wird. Das werden wir mal sehen. So, hier drüben aber auch. Wir müssen in die Stadt rein. Stellen die mal hier daneben auf. So, die Frage ist, welche Straße die hier nehmen. Die fahren also hier die Hauptstraße. Wir laden die da aus. Und laden die bitte hier aus. Wir schicken hier zwei Panzer noch hinterher. Oh, halt, erstmal müssen die hier ordentlich auf die Straße gestellt werden. Die Panzer gehen mal bitte hier hin. Und jetzt müssen wir hier diesen Bereich noch irgendwie bespielen. Machen wir auch mal mit Panzern. Aber das spielen wir passiv. Also das heißt, die gehen hier hin und bewegen sich dann hier hoch. So, wir holen uns Bomber. Infanterie. Die wir hier ausladen. Jetzt haben wir noch 40 Punkte. Können wir damit noch irgendwas Brauchbares machen? Wir können versuchen. Oh, er stellt das alles so schön auf die Straße. Das ist natürlich interessant. So. Dann versuchen wir mal unser Glück. Bin gespannt. Oh, er hat einen Scout-Plane. Das ist interessant. Grotesque, speciale, vamo a punare.
So, die Frage ist, wie viel er hier erstmal an Panzern bringt. Komm schon. Da kommen schon Schüsse. Okay, wir ziehen uns zurück. Ja, okay, gut. Die Panzer waren schon oben. Haben ihn ein bisschen Infanterie weggenommen. So. Wo ist denn der zweite Scout hier? So, kommt. Das Flammenteil. Ja, geht raus. So, wir führen hier Panzer nach. Was wir vor allen Dingen auch machen, ist Flugabwehr aufzustellen. Was haben wir denn da? Panzer 3 Führung. Von da drüben kommen Schüsse. So, die Panzer hier sind da. So, die sind auch alle da. Wir führen 10 zu 14. Das Wichtige ist am Anfang wirklich, die S-35er versagen wieder gegen die Panzer 3. Da müssen wir mal anders reagieren. Haben wir noch nicht genügend Punkte. Die können da noch nicht mal schießen, ey. Was für eine Scheiße, ey. Oh, da ist auch ein Panther mit dabei. Das ist halt genau das Problem, was wir jetzt ganz oft haben werden. Dass wir gegen solche Panzer... Schwierigkeiten bekommen, nämlich massive Schwierigkeiten. Raven 4, ready to strike. Ja, der S-35, die geht da easy going raus. Überhaupt keine Chance. Das ist halt das Problem dieser Infanteriedivision und dieser C-Division vor allen Dingen. Oh, schön, aber wir schaffen es tatsächlich. Haben wir jetzt beide rausgenommen? Imamo naredbe, dečki.
Zimmer oder das Gerne. Just hier dann meine. Ah, Pogodin Sam! Thanks, Freeman. Pripremite se za napad! So, wie sieht's denn aus? Ah, Pogodin Sam! Otsje k vama po naredbi, druže! Dieses Halbkettenfahrzeug ist natürlich ein massives Problem für uns da. So, hier sieht's gut aus. Wir haben das einigermaßen stabilisiert. So, wie ist das hier von der Entfernung? Ja, wir schicken die beide mal auf Angriff, dann können die nämlich auf das Halbkettenfahrzeug da schießen. So, wir führen 15-9, das ist an für sich ganz gut. Oh Gott, diese Halbkettenfahrzeuge, die da ankommen, die sind extremst gefährlich. Scheiße, die fahren da rum. Das ist natürlich keine gute Idee. Weil dann werden sie nämlich hier von den Panzern abgefarmt. So, das Halbkettenfahrzeug geht da raus. Da kommt ein Opel Blitz. Der geht auch raus, sehr gut. Die Panzer bewegen sich mal wieder in die Stadt rein. Und wir holen mal noch Infanterie hier dazu. Oh Gott, da kommt ein Panzer. Noch ein Panther. Natürlich nicht so geil. So, die Opel Blitze. Das könnte trotzdem schlecht für den Panther jetzt ausgehen hier. Weil wir hier die mit der Panzerfaust haben. Er pusht jetzt hier mit allem rein, was er hat, ne? Panther an die Seite. Panther ins Heck. Yes. Sehr gut. Boah, krass, da ballert er mir alles, was in dem... Ja, Mist, okay. Halbkettenfahrzeug dürft genau, perfekt. Der Panzer 3H müsste eigentlich auch rausgehen. Scheiße, das Halbkettenfahrzeug. Rein hier. Yes. So, die ergeben sich. Perfekt. Es steht 16-8. Wir versuchen da mal die Halbkettenfahrzeuge rauszukriegen mit unseren Bombern. Der Centaurer mit seiner HE wird da nicht viel ausrichten können. So, Bomber kommt. Da ist irgendeine Flugabwehr. Okay, mal sehen, was die jetzt kaputt machen. Das dürfte gut rumsen.
Oh, yes, das hat richtig reingehauen. Und der andere Bomber von meinem Partner kommt auch noch mit dazu. Das war richtig gut. Jetzt steht es 18 zu 6 hier. Das hat sich richtig gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Das hat mir gefallen. Wir versuchen mal mit unserem nächsten Bomber die Flugabwehr da anzugreifen. Und dann holen wir uns mal noch ein paar Panzerabwehrflugzeuge. So, erstmal die Flugabwehr rausnehmen. Roger. Mayday. Sehr schön. Yellow 4, waiting for action. Er zieht sich zurück. Wir können uns aber noch mehr von den Hurricanes holen. Das sieht eigentlich gerade gar nicht so schlecht aus. Kommt er von der Seite wieder. Aber das Gute ist, dass die Pack hier eigentlich jetzt rausgeht. Pff, scheiße. So, 18 zu 6. Oh, er haut da natürlich jetzt alles rein, was er irgendwie hat. Oh, und ich glaube, die Hurricane wird... Ja, scheiße. Jetzt haben wir natürlich hier ein massives Problem, weil wir die Panzer da nicht rauskriegen. Alter, er führt da jetzt irgendwie alles, was er hat, ran. Also irgendwie, alles was er an Panzern irgendwie zur Verfügung hat, warum schießen die da nicht zurück? Ach Gott, jetzt haben wir natürlich genau den ausgewählt gehabt, der da gerade zerstört worden ist, oder wie? Wollt ihr mich verarschen? Oh, das war natürlich jetzt super geil, dass wir die da... So. Okay. Aber wir haben eh gleich. Es sind 18 zu 6. Wir haben es eh gleich. Mal gucken, ob der noch, der Viewfighter, wie er genannt wird, ob er da noch was machen kann. Jetzt kommt er von der Seite auch nochmal. Yes, das hat sich doch gelohnt. Haben wir alle drei rausgenommen, oder wie? Perfekt. Es kommt noch ein Panzer 3H. Den kriegen wir gemanagt. Von wem werden die denn da rausgenommen? Mist. Okay, dann nochmal eine neue Hurricane reinführen. Aber wir haben eh gleich gewonnen. So, kann die den noch rausnehmen, den Panzer 3H? Yes. Dann evacken wir die noch und dann haben wir die Runde schon gewonnen. Krass! Ich habe gestern eine Runde gespielt, die ging ungefähr eine Minute länger. Die habe ich genau verloren auf die Art und Weise. Diesmal
haben wir es genau andersrum gemanagt. Der Gegner hat überhaupt keinen Stich hier gesehen. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr kartenabhängig. Und man muss bei dieser C-Division wirklich am Anfang zusehen, dass man die wichtigen strategischen oder ja, taktischen und strategischen Punkte hält oder einnimmt, dass man dann im theoretischen Fall Möglichkeiten hat, sich zurückzuziehen und Punkte wieder herzugeben. Wenn man dann einmal Phase B hat und man hat genug Punkte und der Gegner ist noch nicht gerade mit Flugzeugen oder Flugabwehr mega stark aufgestellt, dann ja, dann kann man dann in Phase B halt echt mit den Flugzeugen bei dieser Division gut arbeiten, weil Flugzeuge hat die en masse. Man muss halt einfach nur sie gut sichern vor anderen Flugzeugen, beziehungsweise man muss halt sehen, dass man dann mit der Artillerie seine Flugabwehr fokust oder so wie wir es gemacht haben, einfach die, wenn er noch nicht so viel Flugabwehr hat, einfach mit einem guten Bomber-Run drauf, dass man dann die Flanke säubert und dann kann man halt entsprechend mit den Flugzeugen dann nachsetzen. Interessantes Gefecht, auch wenn es jetzt nicht so lange gedauert hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.